spannende Rennen im Becken bei den Berliner Wasserratten. Nationale und internationale Schwimmerinnen und Schwimmer konnten sich beim internationalen Wasserradcup beweisen. Erstens möchte ich neue Bestzeiten schwimmen. Zweitens bin ich dafür hier, dass ich mich für die deutsche Meisterschaft gut qualifiziere. Wir haben jetzt hier als Vorbereitungswettkampf auf dem Weg zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften eines der größeren Schwimmfeste hier in Berlin. Mir macht der Wettkampf an sich öfters Spaß. Die Tradition geht auch in diesem Jahr weiter. Schon zum 21. Mal konnten sich die Nachwuchssportlerinnen und Sportler auf dem Weg zu den Meisterschaften messen und sich einen Zwischenstand holen, wo sie gerade stehen, wie sie drauf sind, bevor es dann so richtig ernst wird. Ich bin sehr oft beim Training gewesen, 5-mal in der Woche und habe immer meine volle Leistung dazu gegeben. Wir sind davor 5-mal die Woche ins Wasser gegangen und haben sowohl am Land als auch im Wasser versucht, Grundfertigkeiten, ein bisschen Kraft, Ausdauer zu trainieren. Super vorbereitet und motiviert ging es an den Start, denn hier gab es natürlich einige Disziplinen zu meistern. Brust, Schmetterling, Rücken, Freistil und Kragen natürlich. Auch konnten die Sportlerinnen und Sportler hier ihre persönlichen Bestleistungen übertreffen. Zum einen wollte ich versuchen, 2 Pflichtzeiten für die Norddeutschen zu erreichen und zum anderen natürlich auch für meine Kinder, die auch bei den Norddeutschen mitschwimmen wollen, Zeiten sich verbessern, Bestzeiten schwimmen. Genau, um die Trainingserfolge zu durchleuchten. Die 3 Erstplatzierten in den jeweiligen Jahrgängen und Disziplinen durften sich über Medaillen und Urkunden freuen. Den Berliner Wasserratten ist so eine Anerkennung wichtig, denn die jungen Talente wollen so früh es geht in die Fußstapfen der Vorbilder treten. Und das funktioniert nur, wenn die Motivation da ist. Ich möchte gerne bei den deutschen Meisterschaften dabei sein, wie meine Mutter. Meine Mutter möchte ich gerne übertrumpfen, die nämlich erst mit 14 da war. Wenn das mal keine Pläne sind, wir von Hauptstadtsport TV wünschen viel Erfolg und freuen uns auf weitere spannende Rennen im Becken.